Ratzinger. Und wieder der Versuch, den schnellen Czerny einzusetzen. Melich. Foul von Pfeffer. Sneak. Aber jeder Österreicher, der den Ball führt, wird gleich von zwei, drei Gegnern angegriffen. Das macht diese Schweden so gefährlich. Dahlin. Czerny war noch hinten, das hat der Wolfgang Feiersinger nicht gesehen. Was soll solch ein Pass, scheint die Geste von Herbert Prasca zu bedeuten. Melich gegen Zetterberg. Hat sich ein bisschen etwas in der Raumaufteilung der Österreicher geändert. Ah, es war jetzt zu lange, da hätte Czerny schon viel früher angespielt werden sollen. Melich gegen Zetterberg ist jetzt die Raumaufteilung. Feiersinger ist nach rechts rübergegangen. Pfeifenberger, Feiersinger in der Position des Liberos. So, und Pfeifenberger ist nach rechts rübergegangen. Der gefährliche Pass von Roman Melich, nachdem er zuvor einmal Pfeffer in Bedrängnis gebracht hatte. Prilasnik. Roland Nilsson bleibt bisher immer Sieger gegen Prilasnik. Das ist der schwedische Teamchef Svensson. Schon einige Haare gelassen, aber viele Erfolge. Seit 1990 ist der schwedische Teamchef. Bis jetzt nützen die Österreicher diesen schnellen Harald Czerny an der rechten Flanke ein bisschen zu wenig. Melich, Polster. Noch immer Polster, lass es polstern, Toni. Und jetzt der Pass auf Czerny. Da ist er wieder. Aber die Flanke, fast wie im Training für Thomas Ravelli, den Routinier im Tor der Schweden. Pfeffer.
Gut attackiert von Schöttl. Czerny. Nächster Sturmlauf. Björklund war dazwischen. Der knorrige Joachim Björklund. Saubere Attacke, aber immerhin ein Eckball für die Österreicher. 2:2 steht es nach Kornern, 0:0 der Spielstand, etwas mehr als eine Viertelstunde absolviert. Dahlin ganz hinten gewesen, Prilasnik, Vastic, Pfeifenberger, dann Czerny und noch einmal Czerny. Wieder Ravel. Erste Chance jetzt für die Österreicher mit diesem Schuss von Harald Czerny, den wir hier von Regisseur Fritz Melchert noch einmal eingespielt bekommen. Sehr viel geht bei den Schweden über die rechte Seite. Patrick Andersson, der bei Mönchengladbach in Deutschland spielt. Roland Nilsson, gefährlich. Peter Schöttl, der Verlässliche, war da. Zetterberg. Alexandersson. Und da hatten die Österreicher jetzt riesiges Glück, weil Pfeffer gerade noch dazwischen gerutscht ist, hat Andersson den Ball verfehlt, nämlich Kenneth Andersson. Und auch Dahlin trifft dann nicht richtig. Ganz große Möglichkeit für die Schweden, vorbereitet von Alexandersson mit einem idealen Pass. Aber Toni Pfeffer hat die beiden schwedischen Sturmtanks, Kenneth Andersson und Dahlin, doch noch entscheidend gestört. Wieder einmal unterwegs. Pfeifenberger. Aber dieser Pass in den Strafraum, der kommt zu ungenau bei den Österreichern bisher. Die gelbe Karte für Peter Schöttl nach dieser Attacke an Dahlin. Schöttl also mit einer gelben Karte belastet. Geworden. Die Schweden, wie erwartet, eine sehr kompakte Mannschaft. Und immer wieder versuchen sie es über die rechte Seite. Dahlin. Feiersinger. Pfeifenberger, ähnlich wie Czerny, sucht auch er den Weg über rechts.
Jahren. Herzog, Mehlig. Eine Attacke von Mild an Bastic und das bedeutet Freistoß für die Österreicher. Spannung ist auch auf der Ehrentribüne zu sehen und auch daran sieht man, dass das Spiel der Österreicher nicht ganz so läuft, wie erhofft und in den Prognosen angekündigt. Roland Nilsson. Immer wieder gelingt es Toni Pfeffer, den Gegner zu stören und Konsol bringt gleich wieder die Schweden ins Spiel mit diesem Abschlag direkt zur Verteidigungskette der Gäste. Mehlig, Sieger gegen Zetterberg, das gibt Selbstvertrauen. Das weniger, ein Fehlpass auf Herzog. Alexandersson. Darlin gegen Schöttl. Kein schlechter Schuss von Martin Darlin, der jetzt bei den Blackburn Rovers in England spielt. Pfeffer schlägt sich bis jetzt wirklich beachtlich. Herzog. Aber dieser Roland Nilsson, der macht das sehr routiniert, sehr geschickt. Herzog. Mehlig. Polster. Vor ein paar Jahren hätte es nach solch einer Polsteraktion noch kräftige Pfiffe gegeben. Heute wird dem Liebling der Nation selbst bei solch einem Schuss zugejubelt. Toni Pfeffer. Er kämpft sehr, sehr viele Bälle. Bietet bisher eine wirklich beachtliche Leistung in seinem 50. Länderspiel. Sehr clever. Mit sehr viel Übersicht in den Kombinationen die Schweden. Zetterberg. So gefährlich sind sie, die Schweden, bei ihren Aktionen. Mit der Ferse von Kenneth Andersson. Zetterberg und der Libero war noch da. Wolfgang Feiersig. Minute, der nächste Eckball für die Schweden.
dieser Eckball. Aber man sieht in diesen Aktionen der ersten halben Stunde, welch kompakte und starke Mannschaft die Schweden stellen. Nicht umsonst Dritter der Weltmeisterschaft in den USA. Und auch sonst haben die Schweden in den letzten Jahren einiges an internationalen Erfolgen zu bieten. Herzog. Immerhin einen Freistoß aus guter Distanz rausgeholt bei diesem Dribbling gegen drei Schweden. Da spürt auch Herbert Prohaska, jetzt könnte etwas passieren. Zetterberg und Alexandersson in der Mauer gestanden. Vastic. Herzog. Der spanische Schiedsrichter López Nieto entscheidet auf Eckball. Ihm gefällt das gar nicht. Tommy Svensson. Drei zu drei in Ecken. Herzog. War einmal eine andere Variante. Und jetzt liegen die Österreicher nach Eckbällen vorne. Aber nur nach Eckbällen. 0 zu 0 weiterhin der Spielstand hier im Ernst-Happel-Stadion. Jetzt hoch. Nur jetzt kein Fehler. Pfeffer. Wieder löst er die Situation, wie auch Wolfgang Feiersinger. Mehlig. Aber die Österreicher haben sehr, sehr schwer, da ins Spiel zu kommen. Vastic muss auch weit zurück. Schöttl. Da bleibt kaum Platz. Mehlig. Mild, ihn hält es nicht mehr an der linken Seite, kommt immer mehr zur Mitte. Wo bleibt der Blick nach rechts? Spiel geht wieder in die Mitte. Harald Czerny wäre leicht anzuspielen gewesen auf der rechten Seite. Zetterberg. Foul von Pfeffer. Die rote Karte ist mitgerutscht dem spanischen Schiedsrichter López Nieto. Aber es gibt Gelb für Toni Pfeffer. Nach dieser Attacke an Zetterberg, es ist seine zweite gelbe Karte, das heißt, er fehlt im Auswärtsspiel in Weißrussland, in Minsk am Mittwoch. Die Österreicher bestreiten ja sozusagen eine Doppelrunde mit diesem Spiel. Hier noch einmal dieses Vergehen von Pfeffer. War vielleicht nicht notwendig, denn Zetterberg ist mit dem Ball nach außen gelaufen. Herr Zetterberg beim Ball. Gefährlich. Heimo Pfeifenberg.
Heimo Pfeifenberger bei Werder Bremen im Augenblick nicht ganz glücklich, aber in der Nationalmannschaft, da spielt er stets stark. Hat sich einmal einer der langen Schweden durchgesetzt bei diesem Kopfball, nämlich Kenneth Andersson, aber herausgekommen ist zum Glück für die österreichische Mannschaft. Von Polster lautet die Entscheidung des spanischen Schiedsrichters. Schweden verstehen es wirklich geschickt, das Tempo und den Rhythmus immer wieder zu wechseln. Jetzt allerdings Polster. Der Platz für Czerny. Das wäre es gewesen. Knapp vor Pfeifenberger hat da Patrick Andersson noch gekehrt. Hier noch einmal die Flanke von Czerny. Und der Kopfball von Patrick Andersson. Schon auf Freistoß entschieden. Schaut ruhig und gelassen aus, Tommy Svensson im Augenblick. Seine Mannschaft kaum in Bedrängnis geraten bisher, außer wenn Harald Czerny auf der rechten Seite stürmt. Pfeffer wieder, Foul von Mild an Pfeifenberger. Herzog, Bastic. Zu wenig Bewegung im Spiel der Österreicher jetzt. Wen soll er anspielen? Einen findet er, nämlich Czerny. Der wird diesmal aber abgeblockt. Karmark hat diesmal aufgepasst. Zetterberg mit einem Foul gestoppt, und zwar von Melich. Minuten etwa Netto-Spielzeit bisher. Wieder einmal Pfeffer, Vastic. Zetterberg und Konsol. Der Druck dieses Spiels lastet schwer auf den Spielern beider Mannschaften. Vastic, gut gemacht einmal gegen Zetterberg. So, wohin jetzt? Stehen drei Schweden vor ihm. Feiersinger einmal.
Pfeifenberger. Feiersinger noch einmal. Czerny. Mit dem Tempo. Und mit der nächsten Ecke. So hat er sich das vorgestellt, Herbert Prohaska, über Harald Czerny. Aber es müsste noch mehr herauskommen. Herzog. Vastić. Geschickt gedacht, auf den hinten lauernden Vastić diese Ecke zu spielen, aber viel zu harmlos, der Schuss. In den Kopfballduellen schlagen sich die österreichischen Verteidiger bisher wacker. Protest von Polster nach dieser Attacke an Czerny. Auf Spanisch wird das dem Schiedsrichter geflüstert haben. Da war diese Attacke von Karmark völlig richtig, der Protest von Polster. Wieder ein Freistoß gegen Österreich. Das sieht Wolfgang Feiersinger nicht so recht ein. Naja. Hat zunächst den Ball gespielt, bisschen berührt zumindest. Und die Pfiffe gelten dem Pfiff des Schiedsrichters, Michael Konsel, konzentriert. Foul an Konsel, und zwar von Kenneth Anderson. Der graue Panther, der fliegende Opa, wie er in Rom bei seinem neuen Club AS Roma genannt wird, Michael Konsel. Im Torraum attackiert, völlig richtige Entscheidung daher, Freistoß für Österreich. Da die Reaktion von Herbert Prohaska nach dem Vergehen an Czerny zuvor. Dahlin. Da muss Pfeffer aufpassen. Der braucht nicht mehr aufpassen, denn das ist die gelbe Karte und damit rot für Pfeffer in seinem 50. Länderspiel. Das ist ganz, ganz bitter für die österreichische Mannschaft. López Nieto schickt Anton Pfeffer in seinem 50. Länderspiel in der 41. Minute frühzeitig in die Kabine. Foul an Dahlin. Und die Österreicher müssen jetzt mit einem Mann weniger auskommen. Die Aufgabe, die ohnehin schwer genug war, wird jetzt noch einmal schwieriger. Freistoß für die Schweden. Und das Tor nach Frankreich, das ist jetzt wieder weit, weit weg für die österreichische Mannschaft. Ermahnung für Feiersinger und Dahlin. Freistoß für die Schweden. Ja, es war ein Foul vom Pfeffer. Daran gibt es nichts zu rütteln. Alexandersson.
und Mild ist dann letztlich daneben gefahren. Hakan Mild, nächste große Möglichkeit für die Schweden. Konsol fährt daneben. Mild im Pressball mit Heimo Pfeifenberger. Bastic und Zetterberg geraten da aneinander. Abseits von Dahlin. War eine ganz knappe Entscheidung, muss ich sagen. Denn Prilasnik ist noch relativ weit hinten gestanden. Schauen wir uns das noch einmal an. Aber Dahlin war einen Schritt vorne. Der Schiedsrichter genießt jetzt nicht gerade die Sympathien des österreichischen Publikums. Ganz klar, die Österreicher mit einem Mann weniger jetzt. Und mehr als eine Hälfte ist hier im Ernst-Happel-Stadion noch zu absolvieren. Heimo Pfeifenberger hat jetzt die Rolle des Manndeckers übernommen. Nicht ungefährlich wieder dieser Schuss von Hakan Mild. Freistoß jetzt für die Österreicher. Das hilft der österreichischen Abwehr in der Bedrängnis.